Mit Luftballons, Sirupstand, Softies und einer riesen Kugelbahn hat das Spielzeug-Weltenmuseum am vergangenen Samstag zu einer Kindervernissage von der Sonderausstellung «Spielen macht Sinn» eingeladen. Wir feiern dieses Jahr unser 25-jähriges Jubiläum, unseren Geburtstag, sagen wir ihr, weil wir machen ja dann im Sommer eine grosse Party. Und für uns ist das ein toller Anlass, um die Tourausstellung mal wieder neu beleben. Und zwar in einer speziellen Form, mit einer Erzähltour, mit Augmented Reality. Und wir wollen auch die Stadt beleben, indem wir verschiedene Anlässe haben, wie jetzt dann im Sommer die grosse Party, die für uns auch viel stattfindet, aber auch viele Spielnachmittage, wo alle hoffentlich zu uns kommen können, Spiele machen. Was versteckt sich hinter dem Begriff Augmented Reality? Man kommt ein Tablet über und kann mit dem Tablet unsere Sammlung entdecken. Mir war wichtig, für unser Jubiläum etwas mit der Sammlung zu machen, eine neue Ebene darauf zu legen, die aber das Objekt eher in Fokus hält. Weil bei uns ist es ja schon relativ voll und ich wollte eigentlich eher etwas spezifisch fokussieren. Und man kann dann mit dem Tablet an Punkten Stationen auslösen und dann für die Figuren etwas anfangen erzählen oder Ballon fliegen durch die Luft. Dieser Mann da auf dem Pferd ist mein Namensgeber, Theodore Roosevelt. Ah, der amerikanische Präsident von 1901 bis 1909. Ja, genau. Warum ist das Thema «Spielen macht Sinn» für die Sonderausstellung zum Jubiläumsjahr ausgewählt worden? Viele Leute denken, Spielen ist einfach nur ein lustiger Zeitvertrieb. Aber Spielen ist viel, viel mehr. Kinder lernen im Spiel so viele Sachen, viele soziale Kompetenzen, aber auch motorische Fähigkeiten. Zum Beispiel die Hand-Augen-Koordination, die lernt man als Kind sehr stark im Spielen. Wenn man das Spiel macht, das ganz viele auch können, wo man die Figürli irgendwie Klötzli muss in etwas anderes reinstecken und dann, dass man weiss, ich kann das in die Hand nehmen und wo kann ich es reinstecken. Und das sind ganz zentrale Sachen, die man eben lernt im Spielen. Und darum ist Spielen nicht nur ein lustiger Zeitvertrieb, sondern eben viel, viel mehr. Das Spielzeug-Weltenmuseum und Basel stehen in einer guten Beziehung zueinander. Das Jubiläumsjahr wird das Verhältnis noch vertiefen. Ich habe das Gefühl, Basler kennen uns fast alle. Natürlich wegen der wunderbaren Schaufenster. Die werden 5-mal im Jahr angepasst. Das Highlight ist sicher immer die Weihnachtszeit, wo dann auch das Schaufenster dazu passt, aber auch die ganze Fassade. Und weil wir halt eine wunderbare Lage haben, glaube ich, kennt uns fast jeder. Und mir ist es auch wichtig, immer wieder etwas anzubieten für die Leute von hier, aber natürlich auch für alle anderen.